Zu Beginn würde ich Sie gerne fragen, ob Sie wissen, wieso Sie hier sind. Natürlich, Sie halten mich für verrückt. Sie sind krank? Und vielleicht ein bisschen Heimweh. Heimweh wonach? K-Pax. K-Pax? K-Pax ist ein Planet. Aber keine Angst, ich spring nicht irgendwann aus Ihrer Brust. Er kann Licht bis zu einer Wellenlänge von 300 bis 400 Angströmen wahrnehmen. Ich dachte, ultraviolettes Licht ist für Menschen unsichtbar. Ist es auch. Wie konnten Sie das wissen? Auf K-Pax wissen das alle. So wie auf der Erde jedes Kind weiß, dass euer Planet um eure Sonne kreist. Naja, er glaubt, er sei von einem anderen Planeten hergereist. Wie ist Ihre Diagnose? Jetlag? Sie beamen sich am 27. Juli nach K-Pax zurück. Um 5.51 Uhr. Er ist ein gewalttätiger Patient. Vielleicht, weil er es wirklich ist. Vom Planeten K-Pax. Sie haben keine Familie. Auf K-Pax gibt es keine Familien. Sie wissen nicht, was Ihnen entgeht. Etwas Gewalttätiges ist ihm widerfahren. Das Obst hier war allein schon die Reise wert. Er hat mir gesagt, er will am 27. Juli nach K-Pax zurück. Das ist in 3 Wochen. Ich werde Sie vermissen, Dr. Paul. Sie hört auf dem linken Ohr nicht mehr so gut, also schleicht euch bitte nicht immer an.